Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und heute ist die Luft rein und wir gehen zur Hauptmission. Wir haben 5 Fallschirme frei, das sehen wir unten links. Und dafür werden wir aber vielleicht nur wenig benutzen. Mal gucken. Es gibt eine, ja, eine, nicht entdeckt werden, volle Synchronisation, okay. Es gibt eine, ein Erfolg, der besagt, dass man sehr, sehr weit mit dem Fallschirm fliegen muss. Dafür müssen wir tatsächlich hier bei, wie ist die Engelsburg, genau, bei der Engelsburg anfangen zu gleiten, ganz oben, und dann kriegen wir den Erfolg. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Hätte vorher einkaufen sollen. Aber okay. Suchen wir unser Bestes. Ich werde sowieso entdeckt werden, jetzt sofort. Lass mich. Ich will's versuchen. Meine einzige Lösung war es, tatsächlich wegzulaufen. Ich weiß, das ist, naja. Irgendwie kann man unsere Rest ziehen. So. Wir haben ja herausgefunden, dass wir hier hoch müssen, um da reinzukommen, ne? Na gut. Dann werden wir dies auch tun. Allerdings müssen wir den Typen hier töten. Ich kann mich erinnern, dass es sehr, sehr schwer war. Oh shit. Das zu erreichen. Jetzt nicht umdrehen, Dude. Dankeschön. Ich weiß noch nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich werde es definitiv nicht schaffen, das weiß ich. Aber ich kann es versuchen. Und ihr werdet mir eine große Hilfe sein dabei. Also nicht ihr, sondern meine Genossen, meine Kollegen, meine Mitarbeiter, meine Sklaven. So. Okay, da muss ich hin, ja? Cesare? Hätte ich nicht einfach warten können? Ist das Cesare? Ich hätte warten können! Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Jo, da ist aber jemand richtig schlecht drauf. Na gut, die Geheimtür finden. Nur die Frage, wie kommen wir denn da hin? Was machst du da auf dem Dach, Dude? Das passt mir gar nicht. Ich glaube, mein Kollege ist gerade runtergefallen. Das tat bestimmt weh. So, sicherheitshalber alles vernichten. Ach, die kämpfen da jetzt, oder? Shit. Kann denen nicht helfen. Sorry, Jungs, ich kann euch da nicht helfen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt allen meinen Mitarbeitern, aber Safety first, Freunde, Safety first. Das ist der falsche Weg. Das ist die Geheimtür, ja? Kommen wir da jetzt am besten hin? Komme ich von hier aus? Ist jetzt nicht dein Ernst. Ist jetzt nicht dein Ernst. Nur so, als wäre das nie passiert. Okay, spätestens hier hätten wir versagt übrigens. Ups. Soll ich meine Kollegen gerufen? Ja, wen ich da erstochen habe, aber egal. Gut. Brauchen wir nicht mehr aufpassen. Scheiß drauf. Nein, ich werde trotzdem so tun, als ob. Wir wollen das Ganze ja ein bisschen spannend machen, ne? Weißt du, dieser eine Bug hat das alles versaut, ey. Ich fass das nicht. Egal, egal.
Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Dreck. Was für einen Nutzen hast du? Was für einen verdammten Nutzen hast du? Ich soll da hoch. Da komme ich nicht hin. Er wollte mich doch verarschen, oder? Was für einen Nutzen hat dieser eine Balken? Ein Zero herausgefunden, was für einen Nutzen Balken hat. Gut, das hilft uns auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter. Und hier rüber. Ich werde jetzt einfach so tun, als wären wir noch nicht entdeckt worden. Einfach nur just for fun. Ich meine, es soll ja ein bisschen Spannung drin sein, ne? So. Jetzt? Hier hoch? Ja, tatsächlich hier hoch. Okay, das ist alles ein bisschen kompliziert hier mit dem Klettern, aber... Das ist nicht dein Ernst, dass du da hinspringst. Das ist nicht dein Ernst, dass du da hinspringst. Dude. Kannst du nicht machen, sowas. Ach, Mann. Naja, ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. Ich kenne jetzt den Weg, deswegen wird es jetzt ein bisschen schneller gehen. Aber trotzdem. Wenn ich zur Seite springe, will ich, dass du zur Seite springst und ich nach hinten. Nur mal so, Ezio. Unter uns beiden. Du bist ein Arsch. Kein Wunder, dass sie die Steuerung geändert haben. Von den Assassinen. Kann ich direkt mal nachvollziehen. Gut, da sind wir schon wieder. Ab hier gehe ich auf Nummer sicher, weil ich den ganzen Weg nicht nochmal laufen möchte. Wer bist denn du, Kollege? Hast du meinen hübschen Rock an? So. Okay, wir müssen um die Ecke gucken. Dreck. Komm, dreh dich um. Tu mir den Gefallen, dankeschön. Guckt euch an, wie leicht ich das ja gehabt hätte. Easy going is that. Hier konnten wir uns easy hinschleichen. Was haben wir denn hier noch für Tölpel? Ich habe auf jeden Fall meine Assassinen nicht mehr am Start. Das heißt, ab hier sind wir solo unterwegs. Aber es geht, es geht. Außer, dass da oben noch einer ist und der uns hätte sehen können. Aber den holen wir uns jetzt. Oder auch nicht. Weil er geschlossen ist. Kann ich mich an den eigentlich müsste ich hier hochklettern können, oder? Ja. Wie der mich nicht sehen kann. Der muss doch völlig blöd sein. Oh Gott. Das war close. Damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Ich vermute mal, ich soll hier nicht rausspringen. Soll hier bestimmt rausklettern. Genau. So, der Rest müsste klar sein. Also wir hätten es auf jeden Fall geschafft. Also bis hierhin jedenfalls. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Aber ist ja Wumpe. Oder was jetzt passieren wird. Ja.
Dieser eine kleine Fail hat einfach alles vermasselt. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein. Habt ihr... Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich. Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen. Es war deine. Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist das nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater, erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle! Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Und will ich euren Tod? Stirbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist! Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt? Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag's mir! Jo, ein Apfel pro Tag. Da hat einfach mal seinen Vater eliminiert. Und seine Schwester, seine geliebte / Schwester, geschlagen. So, schneller als Cäsare den Edenapfel erreichen. Niemanden töten. Nun gut, Cäsare. Ich komme durch das Fenster. Ich will den Apfel! So, ab jetzt darf ich ja wieder entdeckt werden, ne? Aber ich darf niemanden umbringen. Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! So. Tu weise Entscheidung, kleine Schwester. Der Papst ist schon mal tot. Seinem eigenen Sohn getötet. Requiescat in pace. Ich weiß. Ich weiß, wo der Bastard hin will. San Pietro. Der Pavillon im Innenhof. Hab Dank. Okay. Die Burg verlassen. Fällt das nicht durch das Fenster? Ach, das Fenster. Ach, komm. Warum müsst ihr alles immer so schwer machen? Ganz ehrlich. Da ist ein gottverdammtes Fenster oben, da kann ich durchgehen. Oder wäre ich schon da? Nee, echt jetzt? Echt jetzt? Ich kann mich da nicht festhalten. Ah. Aber niemanden töten ist auf jeden Fall leicht, weil ich einfach an jedem vorbeilaufen kann. So. Ach, ich muss runter, ne? Ach, da waren wir doch gerade eben. Sind wir da nicht gerade eben hochgegangen? Hätte ich schwören können.
Assassino! Katsu. Um dich kümmere ich mich später. Einen Weg aus der Burg finden. Oh, was ist denn das? Kann ich hier einfach direkt hochklettern? War ja klar. Okay, das hat mir gar nichts gebracht. Ah, ich muss extra hier hochrennen. Oh. So. Muss das nur noch reichen. Den Weg kennen wir ja schon. Huch! Nein! Es war ein Reflex. Es war ein verdammter Reflex! Scheiße. Selbst diese Mission kann ich verkacken. Wer hätte es gedacht? Oh. Naja, was soll's. Gibt Schlimmeres. Das war jetzt nicht so geplant, aber okay. Scheiße. Was springst du runter, Ezio? Jetzt mal im Ernst. Fuck. Muss ich erstmal hochkommen. Zur päpstlichen Basilika gelangen. Gut, wir machen uns das Ganze einfach mal ein bisschen schwerer. Ah ja, mal machen. Einfach so, just for fun. Und hier liegt wahrscheinlich die Schwierigkeit dabei, niemanden zu töten. Weil alle dich tot sehen möchten. Au! Ich habe ihn nicht getötet, ich habe ihn runtergeschubst. So. Machen wir es halt spannend. Springen erstmal noch die ganze Burg runter. Ah, schön. Oh, mal gucken, ob wir es jetzt noch hinkriegen. Ich wollte rammen. So. Jetzt aber schnell. Jetzt lassen wir uns aber nicht hier von irgendjemandem behindern. Wir suchen irgendwie einen schnelleren Weg zu kriegen. Ich glaube nicht, dass das schneller war. Aber egal. Kannst ja mal versuchen. Du! Gib mir dein verdammtes Pferd! Ja? Ich hab ein Pferd. Tschüss. So, aus dem Weg, Digga. Ey, mach dich nicht so breit. Gut. Eigentlich eine easy Quest. Und auch eine easy optionale Quest. Aber, wenn man die Reflexe eines Killers hat, Freunde, dann kann man auch das verkacken. So, da sind wir. Aus dem Weg, ich bin schon da. Warnung, anonym werden. Oh, das ist fies. Das ist jetzt mal richtig fies. Jetzt muss ich anonym sein. Aber weißt du was, wir haben sowieso schon jemanden getötet. Oh, ich muss... Wieso hat er überhaupt keine Waffe? Auf die Lücke zielen. Ach, shit. Jetzt hast du eine Waffe, aber du bist tot. Dann greif doch bitte an. Wieso haben die Großen keine Waffen? Wer tut denn sowas? Wer verfolgt einen Assassinen ohne eine Waffe? Ich kann überhaupt gar nicht sehen, wer angreift, aber egal. Die sind da hinten. Ernsthaft? Alter, versteckter kann ich jetzt wirklich nicht sein. Gut, ich töte sie. Erfreut es euch, euch am Unglück anderer zu weiden? Alter, lass den Scheiß. Oh, du mit deinen Fäusten, ganz ehrlich. Verdammt jetzt. Lass das. So, ich habe niemanden getötet. Die haben sich alle selbst getötet. Jetzt habe ich nur ein paar Sekunden Zeit. Oh. Okay. Hier ist also der Edensplitter.
Und wie öffnen wir den Kram? Hey. Ja, was wie? Wie mache ich das jetzt? Ja, Geld habe ich jetzt im Tresor, das ist schön. Ah. Ihr sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Das Gift. Es wirkt. Ja, nice. Mit dem Edensplitter aus dem Vatikan entkommen. Keine Gesundheit verlieren. Das ist leicht. Jedenfalls erinnere ich mich, dass es leicht war. So. Okay, der Edensplitter tötet uns fast, wenn wir ihn benutzen. Je länger sie den Apfel einsetzen, desto mehr Gesundheit verlieren sie. Vielen Dank für diesen wirklich hinweisreichen Tipp. Zack, 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 zack. Gut, jetzt haben wir es sowieso verkackt. Kann ich euch die Macht des Edensplitters zeigen? Ganz alleine steht er da. Okay, das heißt, hier darf man einfach nur nicht den Splitter benutzen. So. Tschüss, ihr beiden. So, kein Bock, dass die mich verfolgen. Der Edelsplitter ist verdammt mächtig, wie ihr seht. Und deswegen setze ich ihn nochmal ein. Weil er OP ist. So. Frage ist nur, wo endet der Vatikan? Wenn, sobald wir keinen von diesen komischen Priestern sehen, haben wir es, glaube ich, geschafft. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ich sehe ihn! Lasst mich durch. Lasst mich einfach durch. Wie kannst du mich noch angreifen? Sieht aus wie ein Hühnchen, das den Koch entrinnen will. So, ganz easy. Ja, ich sehe das Ende. Ich sehe das Ende, Freunde. So. Bei jedem Verstoß droht. Jetzt! Nein! Autsch! Gut! Alter, lass den Scheiß. Ganz ehrlich. Macht euch einfach gegenseitig fertig. Ich versuche mich ein bisschen von den Truppen da hinten fernzuhalten, deswegen werde ich hier den Wasserweg einschlagen. Und somit kann mich auch keiner verfolgen. Ja, ja, anonym werden. Mach ich gleich, mach ich gleich, mach ich gleich. Ich hab meine Klinge nicht. Ach, Dreck. Ich hab, nur weil ich meine versteckte Klinge nicht hatte. Autsch. Dann gehe ich halt hier hoch. Hä, was? Wo kommst du denn her? Ich kann mein Schwert nicht mal rausholen, Freunde, ganz ehrlich. So, jetzt seid ihr alle dran.
Der Edenapfel. Das war eine fiese Nummer mit der optionalen Quest. Ich dachte, ich gehe da durch, benutze den Edensplitter und freue mich dann meines Lebens. Und anscheinend dürfen wir ihn eigentlich nicht benutzen. Ezio hat ihn also nicht benutzt. Rodrigo Borgia ist tot. Und Cesare? Vergiftet, doch er lebt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt, doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Cesares römische Armee vernichten, damit er keine Unterstützung für einen Gegenangriff findet. Ja, Freunde, und ich würde sagen, das werden wir dann morgen unternehmen. Kann sein, dass morgen schon die letzte Folge kommt. Man weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Haut rein, euer Zero. Und tschüss.